Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin. Wo ich gerade hier an diesem wunderschönen Tag so sitze, habe ich mir gedacht, mache ich doch einfach ein kleines Unboxing-Video. Und zwar von dem Alcatel One Touch Fire. Ein Alcatel Smartphone mit Firefox OS, welches mir freundlicherweise für einen Test von Kongstar direkt zur Verfügung gestellt wurde. Vielen Dank an dieser Stelle dafür. Das Smartphone, das Alcatel One Touch Fire, hier oben steht es übrigens auch nochmal, One Touch Fire, gibt es seit dem 15. Oktober für 89,99 bei Kongstar zu kaufen. Das soll jetzt, wie gesagt, überhaupt kein, noch nicht der Test werden, kein Hands-on, einfach ein kleines Unboxing. Ich habe hier den Siegel schon mal aufgeschnitten und mache den Spaß doch einfach mal auf. Was haben wir denn da? Wir haben das Smartphone und das kommt doch irgendwie bekannt vor. Von Apple zum Beispiel. Was haben wir hier? Wo ist die Linse? Hier ist die Linse. Erste Schritte. Und Services. Was haben wir noch? Wir haben ein Headset in Schwarz. Ich bin hier weg von der Linse. Hier ist die Linse. Welches ein ganz normales Headset ist, was wahrscheinlich keinen sonderlich guten Sound bietet, aber vielleicht doch. Ich lasse mich überraschen. Wir haben das USB-Kabel, Netzkabel und den USB-Stromadapter, damit ihr das Ganze aufladen könnt. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, ist der Akku. Gibt es darauf Informationen? Ja, das ist ein 1400 mAh Akku. Ist es also sehr begrenzt. Ich hole das Smartphone einmal aus der Packung raus. Hier steht nochmal drauf: Apps Market Powerful HTML5 3,2 Megapixel Kamera, die ihr übrigens hier seht, und einen 1 GHz Prozessor. An sich ist das Unboxing jetzt vorbei, aber ich kann schon mal sagen, von der Haptik her, von der Farbe her, das Orange gefällt mir sehr gut. Zieht aber auch, wie man hier schon sieht, Fingertapser an. Liegt gut in der Hand und ich bin auf den Test gespannt. Das war das kleine Unboxing. Ich würde mich natürlich freuen, auch wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr vielleicht ein Like gebt. Und wenn ihr beim Test, ob in Videoform oder in schriftlicher Form auf ord.de, ist es auf jeden Fall verlinkt. Das weiß ich noch nicht, wenn ihr euch den anseht oder durchlest. Danke fürs Zugucken. Tschüss.